Hallo, der Luki und ich sind heute in Bleiburg im alten Brauhaus. Die tun nicht nur Bier brauen, sondern haben ein Zimmer. Und angeblich ist das Essen auch super lecker. Und das schauen wir uns jetzt an. Hallo. Ja, hallo, herzlich willkommen. Servus. Du bist der Chef des Hauses. So ist es. Ich habe gehört, ihr habt ein lässiges Konzept mit Brauhaus, Restaurant und Hotel. Erzähl einmal. Das stimmt, ja. Wir haben unseren Künstlern vor Ort ein Zimmer gewidmet. Und das Spannende daran ist, dass jeder Gast, nachdem das Zimmer keine Nummer hat, sondern nach diesem Künstler benannt ist, sich mit diesen Künstlern auseinandersetzen muss. Und das, so sehe ich, das ist unser Kulturbeitrag zur Kulturstadt Bleiburg. Ja, lässig. Und das funktioniert tadellos. Gefällt mir. Ja, vielleicht sagst du mir das einmal. Ja, gerne. Ich würde sagen, gehen wir da rauf und schauen wir uns das an. Gell? So, da sind wir jetzt im Kicke-Kugelnick-Zimmer. Pop-Art-Künstlerin, auch aus Bleiburg natürlich. Und hat unter anderem auch meine Mutter beeinflusst, damit sie endlich von ihr ein Bild kauft, nachdem sie immer bei uns ist. Und sie hat um ein paar hundert Schilling ein sehr wertvolles Porträt kaufen dürfen. Damals, heute natürlich sehr, sehr wertvoll. Ja, richtig cooles Konzept hast du, muss ich sagen. Ich bin total überrascht, damit habe ich nicht gerechnet. Das freut mich, danke. Weil eigentlich bin ich da ums Essen zum Kosten. Wunderbar, ich würde sagen, du gehst ins Restaurant, setzt dich hin und die gehen in die Küche, okay? Ja, passt, freue mich, super. Passt. Sodale, no, hat's geschmeckt? Geschmackig war super gut. Na schön. Wir verwenden, oder zumindest die ganzen Zutaten sind von der Umgebung da, vor allem von der Umgebung. Also wir schauen, dass wir wirklich den heimischen Bauern haben. Und das gelingt uns größtenteils mittlerweile. Wir sind sehr stolz drauf. Und die Soße war vor allem ist mit unserem hauseigenen Bier, das da gebraut wird. Okay. Genau da wird es gebraut, ist die Soße mit diesem hauseigenen Bier gemacht. Und das, glaube ich, schmeckt man auch. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es so ist. Sehr gut. Ja, hey, es hat mich echt gefreut, dass wir uns das anschauen dürfen. Schön. Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns einmal auf jeden Fall länger. Papa. Gerne. Brauhaus Breznik ist absolut Ausflug wert. Ich bin total überrascht vom Konzept. Echt eine lässige Geschichte.